Hi, willkommen bei Logicus Running. Der November ist vorbei. Ich sehe jetzt hier meinen Laufumfang im November, den ich einfach unterteilt habe auf die verschiedenen Tage und Wochen. Ihr seht jeweils, wie viel Kilometer ich in jeder Woche gesamt gelaufen bin. Dann jeweils, wie viel Kilometer ich in den einzelnen Geschwindigkeitsbereichen gelaufen bin. Im GA1-Bereich für die Grundlagen bin ich 137 Kilometer gelaufen. GA2, das ist Wettkampftempo, bin ich 47 Kilometer gelaufen und GA3 einfach im anaeroben Bereich 13 Kilometer, einfach um da die Leistung zu steigern. Wie ihr seht, das sind die Gesamtkilometer, das Schwarze, die steigern sich bei mir. Und dann brechen sie wieder ein. Und zwar aus dem Grund, ihr setzt jeden Monat neue Trainingsreize, indem ihr entweder schneller, härter trainiert oder einfach die Umfänge steigert. Ich habe es hier einfach mit den Umfängen gemacht, die Umfänge gesteigert und ich steigere die meistens über 3, 4 Wochen und dann kommt eine Regenerationswoche. Und danach geht es dann einfach wieder weiter, wieder zu steigern. Und so baue ich dann Woche für Woche, Monat für Monat einfach meinen Umfänge weiter aus und werde dann auch immer mehr auch im Wettkampftempo trainieren, allerdings erst nach den Wintermonaten, um jetzt erst noch die Grundlagen zu schaffen. Und dann lasse ich euch immer ein bisschen Einblicke, wie mein Training so ausschaut. Ich hatte jetzt am Monatsende habe ich noch einen langen GA2-Lauf gemacht, wie ihr hier seht, 27 Kilometer an einem Stück. Das mache ich meistens gerne einfach am Monatsende, um einfach zu sehen, wie hat sich der Monat entwickelt, habe ich einfach Fortschritte gemacht. Ich mache es meistens so, das ist keine Runde bei mir, sondern das ist in eine Richtung, laufe ich eine gewisse Distanz, stoppe die Zeit und lauf die gleiche Strecke wieder zurück und stopp wieder die Zeit. Die Zeit sollte in beiden Teilen ungefähr gleich sein, damit ihr einfach seht, ob ihr schafft, euer Tempo wirklich von Anfang an bis zum Ende durchzuhalten und immer schön gleichmäßig zu laufen. Finde ich ganz wichtig, die Übung, einfach damit man sich nicht in der ersten Hälfte verausgabt. Das ist später mal ganz wichtig bei euren Wettkämpfen, weil die meisten lassen sich vom Start immer ein bisschen verleiten, zu schnell loszulaufen. Und durch die Übung, dass ihr einfach euer Lauftempo wirklich gut einschätzen lernt, könnt ihr einfach euer komplettes Tempo von Anfang an bis Ende durchlaufen. Und das mache ich einfach immer am Ende des Monats, einfach ja aus zwei Gründen. Einmal, wie gesagt, zu sehen, wie hat sich meine Leistung gesteigert. Und zum anderen einfach für mich selber ein Gefühl zu kriegen, welche Geschwindigkeit kann ich wie lange einfach auch durchlaufen. Ja, dann wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Laufen. Vergesst nicht zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. In den nächsten Videos werde ich euch aber auch nochmal genau erklären, was ist zum Beispiel der GA1-Bereich, was ist der GA2-Bereich und der GA3-Bereich, einfach damit ihr wisst, was da die Unterschiede sind. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Laufen und einen schönen zweiten Advent. Euer Leuki.